Hui, wo kommen denn die vielen Schneeflocken her? Und wer ist das Mädchen, das von oben bis unten mit Gold bedeckt ist? Schau genau zu, dann erfährst du's. Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die eine war schön und fleißig. Die andere hässlich und faul. Die Mutter aber liebte die hässliche und faule Tochter mehr, weil es ihre eigene Tochter war. Und weil die schöne und fleißige Tochter nur ihre Stieftochter war, musste diese die ganze Arbeit erledigen. Jeden Tag musste sie zum Brunnen gehen und am Spinnrad sitzen. Als sie einmal so viel arbeitete, dass ihre Finger bluteten, wollte sie die blutige Spule waschen. Da fiel ihr die Spule in den Brunnen hinein. Weinend lief sie zur Stiefmutter und erzählte es ihr. Diese aber befahl ihr, die Spule wieder herauszuholen. Da lief das Mädchen zum Brunnen zurück und sprang aus lauter Verzweiflung hinein. Dabei wurde es ohnmächtig. Als das Mädchen wieder aufwachte, lag es inmitten einer wunderschönen Blumenwiese. Das Mädchen ging ein Stück und kam nach einer Weile zu einem Backofen voller Brot. Das Brot rief: hol mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin längst fertig gebacken. Da trat es an den Backofen, holte die dampfenden Brote heraus und legte sie vor den Ofen. Das Mädchen lief weiter und kam zu einem großen Apfelbaum. Der Baum war voller Äpfel und rief: schüttel mich, schüttel mich. Meine Äpfel sind schon lange reif. Da rüttelte es kräftig am Baum, sammelte die Äpfel auf und ging weiter. Schließlich kam das Mädchen zu einem kleinen Haus. Aus einem der Fenster blickte eine alte Frau heraus. Das Mädchen fürchtete sich, aber die Frau sagte: hab keine Angst, ich bin die Frau Holle. Wenn du fleißig bist und mir hilfst, soll es dir gut gehen. Du musst nur die Betten gut aufschütteln, sodass die Federn fliegen, dann schneit es auf der Welt. Und weil die alte Frau so nett war, verlor das Mädchen seine Angst und blieb da. Das Mädchen war fleißig und half Frau Holle bei allen Arbeiten. Und jeden Tag schüttelte es die Betten, bis die Federn wie Schneeflocken durch die Luft wirbelten. Frau Holle war sehr zufrieden. Und das Mädchen hatte ein schönes Leben. Doch nach einiger Zeit bekam es Heimweh und wollte nach Hause. Frau Holle hatte Verständnis und führte das Mädchen zu einem Tor. Das Tor ging auf, und als das Mädchen darunter stand, fiel ein Goldregen herab, sodass es über und über mit Gold bedeckt war. Das ist für dich, weil du so fleißig warst, sagte Frau Holle und gab dem Mädchen die Spule, die in den Brunnen gefallen war. Da ging das Tor zu und das Mädchen war wieder zu Hause. Als es am Brunnen vorbeiging, saß darauf ein Hahn und krähte: Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmarie ist wieder hier. Die Mutter freute sich, als sie ihre Stieftochter mit dem vielen Gold sah. Das Mädchen erzählte ganz genau, was passiert war. Da wollte die Mutter, dass auch ihre hässliche und faule Tochter so viel Gold bekam. Darum schickte sie diese zum Brunnen. Sie sollte alles genau so machen wie zuvor ihre Schwester.
Die faule Schwester wollte aber keine Wolle spinnen und stach sich selbst in die Hand. Dann warf sie die blutige Spule in den Brunnen und sprang hinterher. Auch sie kam auf die schöne Blumenwiese und ging los. Als sie zum Ofen kam, hörte sie das Brot darin rufen. Doch das faule Mädchen hatte keine Lust, sich schmutzig zu machen und ging einfach weiter. Als es zum Apfelbaum kam, rief dieser: »Schüttel mich, schüttel mich, meine Äpfel sind schon lange reif.« Doch das faule Mädchen antwortete nur: »Ich denke nicht daran, es könnte mir ja einer auf den Kopf fallen«, und ging weiter. Schließlich kam das Mädchen zum Haus von Frau Holle und ging gleich hinein. Doch das Mädchen war faul, half nicht bei der Arbeit und schüttelte kein einziges Mal die Betten so auf, dass die Federn flogen. Da schickte Frau Holle das Mädchen wieder nach Hause. Als sie zum Tor kamen, freute sich das Mädchen schon auf den Goldregen. Doch statt Gold fiel Pech auf das Mädchen herab. »Das ist die Belohnung für deine Arbeit«, sagte Frau Holle. Und als das hässliche und faule Mädchen zurück ins Dorf kam, krähte der Hahn: »Kikeriki, Kikeriki, unsere Pechmarie ist wieder hier.« Und solange das Mädchen lebte, blieb das Pech an ihm kleben und ging nie wieder ab. Jetzt kennst du das Märchen von Frau Holle. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Was macht denn der Esel da am Fenster? Und warum steht der Hund auf dem Rücken des Esels? Nanu, da ist ja auch noch eine Katze. Und auch noch ein Hahn. Na, das kann ja lustig werden. Es war einmal ein Bauer, der hatte einen Esel. Der Esel war tüchtig, aber schon sehr alt und schwach. Und als er merkte, dass er dem Bauern nicht mehr bei der Arbeit helfen konnte, ging der Esel fort, um in Bremen Stadtmusikant zu werden. Auf seinem Weg traf der Esel einen Hund, der schwer atmete. »Warum jappst du so, pack an?« fragte der Esel. Und der Hund antwortete: »Ich bin alt und kann nicht mehr auf die Jagd gehen. Jetzt weiß ich nicht, was aus mir werden soll.« Da sagte der Esel: »Ich gehe nach Bremen und werde Stadtmusikant. Komm doch mit.« Der Vorschlag gefiel dem Hund und er ging mit. Nach einer Weile trafen sie eine Katze, die traurig am Wegrand saß. »Was ist denn los mit dir, alter Bartputzer?« fragte der Esel. Die Katze antwortete: »Ich sitze lieber am warmen Ofen, als Mäuse zu jagen. Und deshalb hat mich mein Frauchen verjagt. Jetzt weiß ich nicht, wohin ich gehen soll.« Da sagte der Esel: »Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Komm mit uns, du kannst doch die Nachtmusik singen.« Die Katze fand, dies sei eine gute Idee und ging mit. Die drei gingen weiter und kamen an einem Hof vorbei. Auf dem Tor saß ein Hahn und krähte aus Leibeskräften. »Warum schreist du so, Rotkopf?« fragte der Esel. Der Hahn antwortete: »Die Bäuerin bekommt morgen Gäste und ich soll in der Suppe landen. Deshalb schreie ich, solange ich noch kann.« Da sagte der Esel: »Komm mit uns. Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Mit deiner Stimme passt du gut zu uns.«
Der Vorschlag gefiel dem Hahn, und so gingen sie zusammen fort. Als es Abend wurde, kamen sie an einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, und die Katze kletterte in die Äste. Der Hahn aber flog bis zur Baumspitze. Von dort sah er in der Ferne ein Licht brennen. Sofort rief er seinen Begleitern zu, dass es in der Nähe ein Haus gäbe. Die vier freuten sich auf eine gemütliche Herberge und etwas zu essen und machten sich auf. Schließlich kamen sie an ein hell erleuchtetes Haus. Es war ein Räuberhaus. Der Esel schaute durch das Fenster hinein und sagte: »Ich sehe einen gedeckten Tisch mit leckerem Essen und Trinken und Räuber, die es sich gut gehen lassen.« Die vier Freunde überlegten, wie sie die Räuber verjagen konnten, und kamen auf eine Idee. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fensterbrett. Der Hund sprang auf den Rücken des Esels. Die Katze kletterte auf den Rücken des Hundes. Und schließlich setzte sich der Hahn auf die Katze. Dann machten sie ihre Musik. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte aus Leibeskräften. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein. Die Räuber erschraken sich fürchterlich, weil sie dachten, dass es ein Gespenst sei, und stürzten hinaus in den Wald. Die vier Freunde aber setzten sich an den Tisch und ließen sich das Essen schmecken. Als sie fertig waren, löschten sie das Licht und legten sich schlafen. Der Esel stellte sich auf den Hof. Der Hund legte sich hinter die Tür. Die Katze legte sich auf den Ofen. Und der Hahn setzte sich auf den Balken. Als die Räuber sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, schickte der Räuberhauptmann einen der Räuber hin, um nachzusehen. Der Räuber schlich ins Haus. Im Dunkeln sah er die leuchtenden Augen der Katze. Er dachte, es sei glühende Kohle, und als er ein Streichholz dranhalten wollte, um es zu entzünden, sprang ihm die Katze kratzend und fauchend ins Gesicht. Da erschrak der Räuber und wollte zur Hintertür hinauslaufen. Doch da lag der Hund, der ihn ins Bein biss. Der Räuber rannte weiter auf den Hof, doch da stand der Esel und verpasste ihm einen Tritt. Schließlich wurde der Hahn vom Lärm wach und schrie laut: »Kikeriki!« Da lief der Räuber so schnell er konnte zu seinem Hauptmann zurück und sagte: »Im Haus sitzt eine Hexe, die mir das Gesicht zerkratzt hat. Vor der Tür steht ein Mann, der mich ins Bein gestochen hat. Auf dem Hof steht ein Ungetüm, das mich mit einer Holzkeule geschlagen hat. Und auf dem Dach sitzt ein Richter, der rief: „Bringt mir den Schelm her!“ Von da an trauten sich die Räuber nie wieder ins Haus. Den Bremer Stadtmusikanten gefiel es aber so gut darin, dass sie für immer dort blieben. Nun kennst du das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Hallo, hat dir unser Märchen gefallen? Dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich. Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier.